Moin liebe Videospielfreunde und willkommen zurück zum Let's Play Alan Wake im Gamepad Empire mit dem Peter P4N und dem Mir. Und dem Mir. Und da ist einer auf dem Dach, ist mir gerade aufgefallen, das wird das letzte Mal. Boah, da war auch gerade noch einer hinter mir. Ohohoho. Lauf doch. Ich laufe jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich auch nicht. Ja, offensichtlich nicht. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, du wirst zumindest eine Granate werfen müssen, ja. Ey, ist unglaublich. Okay, ich glaube, ich muss sie echt bekämpfen, sonst wird das nichts. Oh, ich lasse die Schrotflinte einfach liegen. Möchtest du die Schrotflinte liegen lassen? Weiß ich nicht. Nimm erstmal die Muni und dann die Schrotflinte. Du kannst auch schon mal, mach doch draußen schon mal da, wo du hinläufst, das Licht schon mal an. Dann leuchtet das Licht schon in dem Moment, wo die Viecher kommen. Das ist schon mal die halbe Miete vielleicht. Go. Das Blöde ist natürlich auch, das Spiel blockt dich ja auch so häufig, ne? Mhm. Du kannst den da vorne abknallen. Ja, Fetcher. Auch gut. Hat auch funktioniert. Ach komm. Den links kannst du killen, genau. Denk dran, du musst nachladen. Tasten finden, Tasten finden. Ein großer, oder? Ja, das ist hier ein großer. Not bad. Au. Oh, Vorsicht. Ich lasse die Schrotflinte. Willst du? Sonst hätte ich jetzt die Schrotflinte einfach liegen lassen. So, okay. Gut, dann machen wir es jetzt mal hier ganz richtig. Wir machen jetzt mal alles Licht an, was ich anmachen kann. Guck mal hinter dir noch in den Schuppen rein. In den da, in den kleinen. Da liegt auch irgendwas. Oh, sieh mal, da guck. Revolvermunition braucht man nicht. Lithium-Batterien. Nee. Naja, Revolvermunition, 27 Schuss, das ist jetzt auch nicht die Welt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Braucht man nicht. Es erinnert mich total an Amnesia, so ein bisschen, weil man immer das Gefühl hat, so man verliert die Sanity, wenn man rausgeht in die Dunkelheit. Direkt einer hinter mir. Der spawnt da direkt, das hatte ich auch. Vielleicht ist es mit dem Revolver sogar fast noch besser, weil du schneller bist. Und weil du nicht nach zwei Schuss wieder nachladen musst. Batterie einsetzen. Boah, die Karamell, die Viecher machen auch ein Damage. Krawall und Zorn. Ins Licht. Oh, Heidewitzka, ey. Ja, versteck dich da nicht. Ja, Penner. Ich glaub, du hast alle. Heilt mich das? Ne, das heilt auch gar nicht. Ich dachte, das würde zumindest heilen. Wobei es auch die Blendgranate war, die mir gerade den Arsch gerettet hat. Die war ganz zufälligerweise ganz glücklich geworfen. Mhm. Wohin sollte es jetzt überhaupt weitergehen? Vermutlich da hinten, wo das Manuskript hattest, ne? Genau. Willst du weiterspielen? Da ist auch noch was. Nicht zwingend. Aber du kannst es mir trotzdem geben, also. Da ist eine Thermosflasche. So. Wie war der Erfolg? Der Kaffee ist lecker? Weiß ich nicht. Ich habe ihn im Echtzeit nicht gesehen, aber ich bin zu spät hingeguckt. Irgendwie so, Kaffee ist lecker oder so. Er ist aber auch nach 10 Metern ausgepowert. Ja. Nee, da geht's gar nicht lang, oder? Oder kannst du da links oder rechts irgendwo lang springen? Da nicht? Ja, ganz ehrlich,
Wenn ich, über diesen, wenn ich über diesen Zaun nicht klettern könnte, aber irgendwo anders durch irgendein Loch durchkomme. Nee, du passt da nicht drüber. Tja. Tja. Aber das Ding zeigt uns eh irgendwie in die Richtung. Oben links. Ach ja, stimmt, ja. War das nur ein Bonusweg? Es war vermutlich nur wegen der Manuskriptseite da hinten. Ich höre schon wieder diese Viecher? Blöde Musik. Dieses gleich kommt was. Da liegt eine Manuskriptseite. Was zu? Und ein Checkpoint. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Alter, was ist denn? Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Das war schon wieder irgendein verstecktes Dingsy. Die guten versteckten Dingsys. Weil ich mittlerweile immer mehr Angst habe, diese versteckten Dings nicht zu suchen. Ja, es bereitet einem nicht unbedingt so viel Freude. Ach, da ist sogar was tatsächlich. Ja, das reicht. Bitte eine Leuchtpistole. Leuchtfackeln. Schrotflintenmuni. Revolvermuni ist voll. Ist auch nachgeladen? Ja, ist er. Und was kommt? Boah! Sahne? Alter, hier gerade. Ich hab's auch trampeln und deswegen war ich auch immer so ruhig. Da kommt doch was. Und dann krieg ich halt diesen Slow-Mo. Da denk ich so, fuck. So, hier ist nichts mehr. So ein Arschloch. Da kommt noch was. Zwei sogar noch insgesamt. Achso, falsche Taste, deswegen. Keule. Du da hinten auch noch? Zack. Genau so wollen wir das sehen. Da hinten blinkt auch was. Hast du das gerade gesehen? Nee. Wo? Da. Das ist, glaube ich, irgendwas, wo wir hergekommen sind. Das da genau. Ach so. Ja, das Spiel insektifiziert dich so. Ne, du guckst nur noch ins Licht. Immer Ausschau halten nach dem nächsten Licht. Eine Eisenbahnbrücke und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Da ist eine. Natürlich ist da eine Leiter. Ich habe so ein ungutes Gefühl, über diese Brücke zu gehen, ne? Brücken sind auch immer ganz schlecht. Vor allem Brücken im Nebel. Vor allem Stahlbrücken im Nebel. Wo dich Leute verfolgen. Wo oben Züge drüber fahren. Während du drunter durchläufst. Die hupen aus irgendeinem Grund. Während ich drunter durchlaufe. Ja, und dann fallen einfach. Okay, ich dachte, ich kann noch rüberlaufen. Aua. Wow. Und so wieder raus. So, ich kann ihn wahrscheinlich. Müssen wir ja auch mal
sagen. Weißt du was? Ich werde von Rogen angegriffen. Und ich wurde gerade von Rogen erschlagen. Alter. Wenigstens muss ich diesen Checkpoint, dieses Ding da hinten nicht nochmal absuchen. Was war da rum? Ach, herrlich. Hatte ich vorher auch nur noch drei Leuchtfackeln? Du hattest noch drei gefunden, ja. Das waren die, die wir da hinten bei dem Bonus-Ding gefunden haben. Jetzt renne ich einfach Tempo rüber. Ja, aber wenn du musst versuchen, kontrolliert da hinten hinzukommen. Da kannst du, glaube ich, nicht lang. Schade. Ich dachte, da komme ich rechtzeitig rüber. Es war ein Versuch wert. Wir haben keine Leben. Also, okay. Kontrolliert. Das kann ich nicht. Okay, wir haben also eindeutig die Grenzen von... Ja, es steht auch was an der Wand. Follow. Ich frage mich, was das ist, was uns diese Nachrichten hinterlässt, die man nur im Licht sehen kann. Ob das unser Unterbewusstsein ist in irgendeiner Art und Weise, oder ob Alan praktisch von irgendeiner guten Person beschützt wird. Ich würde, wenn du direkt da vorne hinkommst, gleich da vorne deine Fackel hinschmeißen an der Stelle. Und direkt von Anfang an dann direkt. Also jetzt noch nicht, wenn du dann da hinten stehst. Jetzt. Und dann Laser weg, was geht. Da ist noch was. Ach so, ist auch mehrere Wellen praktisch. Hätte wahrscheinlich einfach rausgehen können. Ich glaube, das ist eben erst aufgegangen. Oh Gott. Da habe ich sogar Angst vor Gegenständen. Ich irgendwie rein? Nee, du musst rumlaufen, glaube ich. Also andersrum. Wäre mein Tipp. Jeder Gegenstand, der jetzt so rumsteht, ist ein potenzieller Gegner. Da ist auch eine Manuskriptseite. Cool. Solange die mich nicht angreift. Nee, hier muss ich irgendwie rüber. Da. Ja, kannst du mal. Danke. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Da liegen Batterien hinter dir. Horror-Story sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Nochmal Revolver-Munition. Da liegt auch nochmal was. Hochleistungstaschenlampe. Das war das, was ich meinte mit dem Burst-Kram. Mhm. B gedrückt halten. Mach mal einen linken Trigger. Ja. Das ist die krasse Taschenlampe. Aber ich weiß nicht, warum ich weiß, dass es die gibt. Hätten wir schon eine Möglichkeit gehabt, die früher im Spiel zu haben? Weiß ich nicht. Links ist auf jeden Fall irgendeine Konsole, die du einschalten kannst. Da ist eine Thermosflasche. Rechts. Ja gut, die ist mir erstmal zweitrangig. Ich weiß nicht, ob das da ein Generator ist. Das sieht eher aus wie ein Tor. Ich würde das Tor noch nicht öffnen. Tore öffnen, ganz schlechte Idee. Da liegt auch noch eine Leuchtfackel. Vielleicht sind wir schon kurz vor Ende des Spiels. Nee. Ich weiß es nicht. Nee. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass da noch eine ziemliche Menge kommt. Nee, nee. So.
Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon seit... Ja, aber nee, da kommt noch eine ganze Menge. Nee, so lange haben wir auch noch gar nicht aufgenommen, stimmt schon. Konntest du... Dreh dich nochmal kurz... Dreh dich nicht um. Ihr seid so scheiße. Dreh dich nicht um. Das dauert jetzt wieder ewig, oder? Ja, das dauert ewig. Er ist der Große, er ist der Große. So. Wieder oben. Tilt noch rum. Ich dachte, man könnte da auf den Turm, der da hinter dir ist, hoch. Irgendwie. Ach nee. Okay, hat sich schon erledigt. Oh, nee. Doch, du musst rein. Ja, ich weiß, ich guck gerade noch, wie das rumliegt. Natürlich muss ich da rein. Aber ich kann nicht hier rüber? Nee, so hoch kann er nicht springen. Ja, so ein unsportliches Wesen, ne? Ganz ehrlich, da kann sich doch jeder Mensch hochziehen. Stattdessen laufe ich jetzt hier durch so eine gruselige Halle, wo einfach Sachen umfallen. Ja, weil dahinter die Dicken rauskommen. Vor allem, also so wirklich Hochleistungstaschenlampe würde ich das ja nicht bezeichnen. Hochleistung wäre jetzt für mich gewesen, so ich leuchte den jetzt die halbe Zeit an oder so. Man, das Einzige, was sich geändert hat, ist, die Batterien haben. Die Taschenlampe hat insgesamt mehr Kapazität, glaube ich. Ich finde es schön, weil ich das Gefühl habe, bei dir zerrt das so ein bisschen an den Nerven. Da steht auch wieder was an der Wand. Ja. Danke. In light you can hurt them. Ja, das haben wir jetzt mittlerweile auch festgestellt, Spiel, danke. Die Info hättet ihr uns ganz am Anfang geben sollen. Aber da hatten wir die Info ja auch schon. Aber da ist wieder ein Fernseher. Ich kann heute Abend nicht schlafen, du. Du solltest jedenfalls nachts den Fernseher nicht mehr einschalten. Silent Springs. Das gute, allzeit bekannte Let's Play Together Pizzabrot. Pizzabrot mit Käse. Ja. Hat uns schon durch diverse Aufnahmesessions gebracht. Das stimmt. Sind das immer wieder dieselben? Ja, es sind immer wieder dieselben Schauspieler. Ist ja auch Night Springs. Ich dachte, dass sie uns helfen. Uns fehlt jemand. Und sie hätten einen. Ist Night Springs jetzt was nur in. Wie heißt das? Die Ortschaft? Bright Falls. Läuft das nur da? Keine Ahnung. Ist das da so eine regionale Psycho-Geschichte? Keine Ahnung. Das Fleisch ist Nixi Pirka. Er ist zufriedengestellt. Nixi Pirka. 1000 Jungen werden beherbergen. Liebling, ganz ruhig. Alvin Dörle musste etwas lernen. Wer Mythologie sucht, kann auch von ihr gefunden werden. Diese suchen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, das fand ich auch nicht so cool. Die anderen Storys waren cooler. Ich fand den Wissenschaftler cool. Ja. Der sich selbst die Kugel gegeben hat oder jemand anders. Sich selbst, allen. Keine Ahnung. Wobei ich es schwer vorstellbar finde, dass Quantenphysik ausreicht, um jemanden verrückt zu machen.
Also, ich will jetzt nicht sagen, Quantenphysik ist einfach. Ich habe davon keine Ahnung, aber. Ich meine, das ist ja Wissenschaft. Das ist so ein Rechts offenes. ist da so ein Emergency-Ding. Bring it on. Wer kennt ihn nicht, den Killer-Bulldozer? Ich glaube, du musst das Tor da. Ach du Scheiße. Hinter dir. Ich sehe diesen Krach nicht mehr. Oh! Den habe ich nicht gesehen. Sitzt hinter mir mit einer Sichel, zack, zack, einmal durch den Popo. Also ich muss vermutlich da an das Tor. Und dann einfach nur Zeit wieder, vermutlich. Aber das glaube ich nicht. Bisher hatten wir noch nie so eine richtige Zeitstage, außer das eine Mal, wo der Entführer mit war. Da ist ein Kasten. Oh, rechts noch. Hallo, kannst du irgendwas anvisieren? Ja, der Bulldozer vom Hell ist natürlich auch nicht schlecht. Bulldozer hinter dir her. Nein, nicht ganz. Kommt der da durch? Nee. Wenn du ihn so links rüber lockst, dann vielleicht. Will ich nicht ausprobieren. Du brauchst ein Auto. Das Auto, das Auto, das Auto. Das du darfst jetzt auch fahren. Oh, thank God. Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. How can I be sure?